Warum genügt es nicht zu sagen, ich habe ja eh nichts zu verbergen? Also, das ist ja oft so die Aussage, wenn es um Privacy geht. Ich habe ja nichts zu verbergen, macht ja nichts. Warum genügt es nicht? Ja, Was würdest du sagen? ich würde mal sagen, erstens mal diese Aussage, ich habe nichts zu verbergen, die wurde nicht formuliert von Bürgerinnen oder auch Konsumentinnen, wenn du willst, ja, sondern eher als Slogan der Internetakteure, ja, der Plattformen, ja, die mit den privaten Daten der User quasi ihr Geschäft machen. Das heißt, es ist eigentlich so ein Slogan, vielleicht ein bisschen vergleichbar wie Geiz ist geil. Es ist ein Marketing-Slogan, ja, in Wirklichkeit, ja, der hinwegtäuschen soll, dass natürlich Privatsphäre eine ganz enorm wichtige Bedeutung hat. Ja. Nur, dass es heutzutage, wo ich halt sozusagen diese Grenzen zwischen was ist privat und was ist öffentlich im digitalen Raum immer schwieriger selber spüren kann und erfassen kann und ich nehme sie kaum mehr wahr. Ja. Das ist noch gar nicht die Frage, ob ich jetzt mir bewusst bin über die Settings jeweils, die ich eingestellt habe auf einer Plattform, sondern es ist generell viel schwieriger im digitalen Raum, diesen Unterschied wahrzunehmen. Ja. Es ist einfach es verschwimmen die Grenzen sehr stark. Ja. Und warum es wichtig ist, also da gibt es ganz fundamentale Gründe, also da gibt es einfach also eben einerseits also psychologische Dimensionen und kulturelle Dimensionen, dass ich einfach Rückzugsräume brauche, um überhaupt irgendwie mein Leben autonom gestalten zu können. Es gibt hier philosophische Dimensionen, die sehr stark zusammenhängen mit den demokratiepolitischen Aspekten und nicht zuletzt, also ist ja das Recht auf Privatheit ist ein Grundrecht. Ja? Das ist auf mehreren Ebenen, also sowohl beim Europarat, in der Menschenrechtskonvention, bei der UNO, in den meisten Verfassungen und auch in der Grundrechtscharta also der EU verankert. Ja? Also das ist ja nicht irgendwas. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, ja? Wie leichtfertig man quasi mit so einem Slogan über sowas drüber fährt. Ne? Ich glaube ganz einfach, dass die ganze Auseinandersetzung und die Frage von Privatsphäre, die hat natürlich je nach Kulturraum unterschiedliche, sage ich jetzt einmal, Quellen, unterschiedliche Ausprägungen, ja, aber die gibt es eigentlich, glaube ich, fast überall. Also ja, es hat vielleicht in bestimmten Räumen weniger, da ist man irgendwie mehr öffentlich. Und bei uns ist es eigentlich eine sehr ausgeprägte Auseinandersetzung, wo eigentlich davon ausgegangen wird, dass es eigentlich einfach gar keine menschliche Freiheit gibt ohne Privatsphäre. Also ich kann nicht frei denken ohne Privatsphäre. Ja? Vielleicht kann man es mit Bildern leichter vermittelbar machen. Für viele ist wahrscheinlich so ein bisschen dieser Begriff Panoptikum etwas, was man kennt. Ja? Dieses Gefängnissystem, was irgendwann, ich kann es jetzt gar nicht verorten, in welchem Zeitalter das gebaut wurde, aber dieses Gefängnissystem, wo von einem zentralen Punkt aus die Zellen alle einsichtbar sind, ja, aber die Zelleninsassen nie wissen, ob sie Ja. jetzt gerade beobachtet werden oder nicht. Ja. Und wenn man sich dieses Bild vor Augen hält, ja, dann wird dazu ja auch immer erklärt, okay, das verändert das Verhalten der Zelleninsassen, ja, weil sie immer sie wissen nie, sind sie beobachtet oder nicht. Und deswegen quasi wird sozusagen ein abweichendes Verhalten von dem, was man vermutet, was erwartet wird an Verhalten, ausgeschlossen oder reduziert. Ja. Das heißt, da kommt es einfach zu einer Anpassung, ja, auf eine Art des Verhaltens, wie man sich die erwünscht hat, denkt. Ja. Ja. Und so funktioniert es also auch mit den Plattformen. Ja. Und vielleicht auch ein anderes ganz banales Beispiel, warum Privatheit, ja, eigentlich eine Bedeutung hat, die man oft aber dann eben mit solchen Slogans wegwischt und dann denkt, ja, okay, ja, vielleicht eh, naja, ich möchte wissen, also wer will denn, dass alle seine Räume, alle seine Orte, wo er sich über den Tag aufhält, er dauernd beobachtet wird, ja? Also
ich wüsste kaum jemand, dem das freut. Ja? Also man geht immer davon aus, man geht jetzt in seinen eigenen Raum oder ja, also Raum in dem Sinne, die Wohnung, in ein Haus oder vielleicht wirklich in seinen eigenen abgeschlossenen Raum. Und ich brauche das auch. Ja? Also es gibt kaum Leute, die das wahrscheinlich nicht reklamieren würden. Ja, absurderweise bringen wir jetzt aber dann Geräte zum Beispiel in diese Räume, die uns permanent überwachen. Also das sind dann diese netten Siris und Alexas. Ja, ich meine, natürlich ist alles sehr komfortabel und praktisch vielleicht. Ob ich es wirklich brauche, das ist die andere Frage. Aber okay, das ist ja jedem überlassen. Aber ich bringe eigentlich eine Maschinerie der Überwachung in die Räume. Ja, ja. Also ich fasse mal zusammen, was ich jetzt so von dir gehört habe. Das, denke ich, war wirklich so in aller Kürze eine sehr überzeugende Erläuterung, warum und in welcher Weise Privatsphäre wichtig ist für uns. Du öffnest uns sozusagen die Augen oder machst uns bewusst diesen Marketingzugang, der hinter diesem Slogan "Ich habe ja nichts zu verbergen" steht. Ja? Du weist darauf hin, wie sehr wir das Leben, die Umsetzung dieses Grundrechts auf Privatheit in unserem Alltag gewohnt sind eigentlich und wie unbemerkt das aufgebrochen wird oder wie wenig das noch sozusagen oft bemerkt wird und wie schwer es auch auf individueller Ebene ist, festzustellen, na, wann werde ich denn beobachtet und wann nicht und gleichzeitig wie sehr dieses Bewusstsein, dass man eigentlich immer beobachtet werden könnte, das Verhalten verändert und dass es wirklich auch, also im Sinne einer sozialen Erwünschtheit und dass es wirklich auch langfristige Folgen gibt, die inzwischen wissenschaftlich untersucht sind und die auch auf demokratiepolitischer Ebene in Richtung Normierung, Autonomieverlust und so weiter gehen können und gehen werden. Und das gerade in dieser Verhaltensanpassung, die einfach zu erwarten ist, sobald uns allen das auch bewusst ist, ja, diese Dauerbeobachtung, ja, dass gerade diese Verhaltensanpassung auch sehr bedenkliche Effekte hat, ja, was so eine allgemeine Steuerung und Veränderung betrifft. Danke dir für diese Zusammenfassung. Ich denke, pointierter hätten wir es in der Kürze nicht auf den Punkt bringen können. Vielen Dank.